Herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Passport Diary. Wir haben uns diese Woche mal ein bisschen was anderes überlegt. Und zwar geht es in dieser Folge mal um ein Spiel, was wir uns überlegt haben. Denn es gibt ja immer diese besagten Aufgaben, auf die man keinen Bock hat, wie Pushlocks einbauen oder irgendwelche Leisten ankleben, die wir einfach links liegen gelassen haben. Und deswegen machen wir heute Fusch-Bingo. Genau, wir haben hier schon ein bisschen was vorbereitet. Und zwar diesen kleinen Deckel hier. Und dieses Buch, wir haben gestern Abend uns schon mal hingesetzt, wir sind ja besser strukturiert jetzt und haben hier uns 24 Punkte aufgeschrieben, die wir alle erledigen wollen. Also alles kleine Aufgaben. Alles ganz kleine Aufgaben, die ganze Zeit nicht gemacht werden, seit Wochen, Monaten. Und jetzt haben wir uns hier kleine Zettelchen gemacht und diese kleinen Zettelchen, die sind immer eine Aufgabe, dann gucken wir uns das an, was es ist. Also lasst uns die Spiele beginnen. Denn unser Motto lautet ja, ein guter Fusch ist keine schlechte Arbeit. Trotzdem wird es natürlich kleine Unterbrechungen bei unserem Spiel heute geben, weil, ihr habt es bestimmt schon mitbekommen, wir haben kleine Katzis und die müssen alle 2 Stunden gefüttert werden. Mal gucken, wie weit wir so kommen. Paul, gibst du mir den Bingo-Becher? Und was, welche Nummer ist es? Die Nummer 12. So Marcella, was ist denn Nummer 12 überhaupt? Oh nee, Paul, das ist total blöd. Das hätten wir gar nicht aufschreiben sollen. Was denn? Na, Ersatzrad am Dach verändern. Das ist echt eine blöde Aufgabe zum Anfang. Aber das geht auch voll schnell. Also ich bin dafür, dass wir das mal eben machen. Es dauert keine 2 Minuten, verspreche ich dir. Das Grundproblem bei der Sache ist natürlich immer die Aufgabe, wenn ich sage, es dauert nur 10 Minuten, dauert es gerne mal eine halbe Stunde oder Stunde. Und deswegen ist Marcella davon immer so ein bisschen genervt. Aber das dauert wirklich echt nicht lange. Es geht richtig, richtig fix. Und zwar folgender Fall. Wenn wir hier unseren Ventilator, der ja richtig geil ist, benutzen wollen und wir sind ein paar Meter gefahren, dann haben wir ein Problem. Und zwar ist da drüber nämlich das Ersatzrad. Das musste ja irgendwo hin. Und ich dachte, platzmäßig ist das halt richtig gut, wenn es dann direkt über diesem kleinen Fenster ist. Aber wenn wir bremsen, dann schiebt sich das Ersatzrad gerne mal so einen Zentimeter nach vorne. Und genau dieser Zentimeter, den brauchen wir, dass wir dieses Fenster vernünftig öffnen können. Denn ja, bei der Öffnung hier oben, da ist einfach die Felge im Weg. Deswegen tauschen wir jetzt einmal die 2 Reifen. Mal wieder ein schöner Pain, hier übers Fenster hochzukommen. Aber was macht man nicht alles für sein Traumfahrzeug? So, das sind jetzt hier unsere 2 Übeltäter. Einmal unseren Reifen und unsere Felge. Das soll ja perspektivisch beides hier nochmal runter. Deswegen will ich hier oben auf dem Dach gar nicht so viel rumfuhrwerken und hier irgendwas bauen, dass es richtig hält, sondern das ist jetzt erstmal temporär hier drauf. Ich habe jetzt überlegt, Marcella, dass wir uns das jetzt viel einfacher machen. Wir setzen einfach nur ein Holzstück davor. Das ist ja hier auch Holz oben, dass es sich nicht verschiebt. Quick Fix. Perfekt da rein, also perfekt, da geht's ja gar nicht mehr. Passt, ne? Ich würde mal sagen, können wir festschrauben so. So, ich würde mal sagen, Aufgabe ist erledigt. Die 10 ist zumindest schon mal meine Lieblingszahl. Was das so bedeutet? Filzer kleben! Das ist einfach. Quick Fix. Ja, was heißt Filzer kleben? Und zwar heißt das ganz schnell erklärt, diese Kisten, die knallen, wenn sie zugehen. Und deswegen kleben wir da jetzt so Filzer hin, damit die ein bisschen leiser schließen. Also liebe Marcella, ich habe mir noch was überlegt. Wir haben ja hier diese kleine Bluetti. Und wir müssen ja bald diesen Platz hier verlassen, aber wir sind noch gar nicht richtig fertig mit unserem Camper-Ausbau. Wir haben noch eine Anfrage gekriegt, ob wir eine größere Powerstation haben wollen. Ja, ich habe schon gesehen, dass da ein ganz schön großes, beziehungsweise nicht nur eins, sondern 2 Pakete angekommen sind. Ja, ich weiß, dass das Ding richtig groß ist, aber wir werden hier noch weiterbauen und ich weiß nicht, ob wir da Strom haben. Und mit dem Gerät können wir ziemlich unabhängig, ich glaube sogar am Strand oder wo auch immer wir stehen wollen, hier an diesem Auto weiterbauen, wenn wir darauf Bock haben. Stellen wir den Kracher hier erstmal an seine Stelle, wo er hingehört. Dafür müssen wir hinten, glaube ich, erstmal aufräumen, oder? Das war bisher jetzt unsere Bau-Dreckecke. Die können wir jetzt mal dafür zweckentfremden. Haben wir auch gleich mal einen Grund, dass wir alles mal hinten aufräumen können, dass es viel besser aussieht. Diese ganze Box hat sagenhafte 2000 Wattstunden Power. Und soweit ich weiß, ist das hier eine echte LiPo 4 Batterie drin. Also wir haben hier ungefähr 3000 Ladezyklen. Ich glaube, dass wir die sehr lange nicht aufbrauchen werden. Ja, wir haben hier einen schönen Display und USB. Normale USB-Anschlüsse für Fast Charge. Hier noch mehr USB-Anschlüsse und richtig cool ist, hier können wir endlich unsere MacBooks vernünftig dran laden, ohne hier
ganz normal 22 Volt einzustecken und wieder den Strom zu transformieren. Also das hatte auf jeden Fall mal richtig was für sich. Und hier an der Seite können wir unsere Solarpanel anschießen und wir haben jetzt auch nochmal einen richtig krassen Kracher. Ich zeige euch den mal. Hella, weißt du, was das Krasse ist? Die Leute haben ja gesagt, wir haben hier oben nicht genug Solar auf dem Dach. Mit diesem Solarpanel, was wir jetzt hier unten gleich anschließen an unsere Bluetti, haben wir fast 1 kW auf dem Dach, also fast 1000 Watt. Und die können wir so cool ausrichten, dass wir, glaube ich, nie wieder Stromprobleme haben, wenn ich sag's dir jetzt schon. Schau dir dieses krasse mobile Solarpanel an. Es sind 420 Watt, die wir hier haben. Ich baue das jetzt gleich mal auf. Der Vorteil bei dem Ding ist, wenn wir mit unserem Auto unter einem Baum im Schatten stehen, können wir das Ganze hier in die Sonne stellen. So sehen jetzt 420 Watt Solar aus, und zwar in der mobilen Version. Und dann haben wir hier noch unsere Solarkabel und die benötigen wir jetzt. Wir müssen uns jetzt hier mal kurz aus den Kabeln was zusammenbauen. So, wir haben es jetzt eingesteckt und es kommen gerade 300 Watt rein. Da sieht man mal, dass ein mobiles Solarpanel viel, viel effektiver ist, als wenn man etwas fest oben installiert. Wir richten es jetzt noch mal einmal ganz kurz richtig zur Sonne aus und gucken mal, ob wir aus den 291 Watt 300, 400 machen können. Aber hier steht jetzt drauf 365 Watt, die da reingehen. Bedeutet, mit dem Ausrichten zur Sonne bekommen wir mit dem gleichen Solarpanel einfach 100 Watt mehr raus, was also fast 100 Watt. Unsere kleine Bluetti hat jetzt hiermit auf jeden Fall ausgedient. Die haben wir aber richtig im Heavy Use gehabt. Brauchen wir jetzt aber nicht mehr. Wir werden, wenn wir mit dem Bus hier fertig sind, dann aber mal schauen, dass wir dieses große Gerät da hinten wahrscheinlich in die G-Klasse einbauen, schätze ich mal. Da passt es nämlich noch sehr gut rein. Jetzt kann ich auch endlich mal anziehen. Die 18. Da waren wir ja gerade schon quasi bei dem Thema. Sitzbank Klappen fixieren. Man muss dazu sagen, die sind noch nicht ganz fest. Da haben wir noch nicht alle Schrauben reingedreht, weil wir da immer noch dran gearbeitet haben. Das machen wir jetzt mal. Es nervt mich nämlich tatsächlich schon die ganze Zeit. So, unser erstes Sorgenkind sind diese Scharniere hier. Und die oberen ja noch richtig locker drin. Jetzt mal ein paar kleine Schrauben geholt. Erstmal oben und unten sind sie tatsächlich schon fest, glaube ich. Erstmal leer machen, das Ding. Scharniere einstellen ist immer richtig doof. Aber gleich sind die Kerzen an. Ja, ja, aber wir haben noch 10 Minuten. So, die Aufgabe Nummer 18 wäre auch erledigt. Kommen wir dazu, eine weitere Aufgabe zu ziehen. Und das ist die Aufgabe 1. Leiste in der Küche ankleben. Oh ja. Auch richtig Bock drauf, nicht. So, also diese Leiste, die liegt ja hier schon seit Wochen. Die muss hier oben mit dran, da drüben ist schon eine dran. Und das jetzt muss jetzt endlich mal geschehen. Ja, genau, die liegt ja schon ewig vorbereitet rum. Wir müssen sie noch mal ein ganz kleines bisschen angleichen, dass sie hier gut dran passt. So, wir müssen vorsichtig sein, denn wir können ja keinen Sikaflex verteilen auf der Wand, dass man es nicht sieht, deswegen machen wir es ganz dünn. So, die Aufgabe war dann doch einfacher als gedacht. Wir haben nur diese kleine, mini-süße Zwinge jetzt hier benutzt, weil beim letzten Mal, als wir die Fliesen hier geklebt haben, war das alles ein bisschen komplizierter. Das hält jetzt von ganz alleine, also super. War viel einfacher als gedacht. Das ist jetzt die vierte Aufgabe, die wir erledigt haben. Machen wir die nächste. Soll ich wieder ziehen? Ja. Zack. 19. Fuge vorne Treppe. Da. Da müssen wir aber erstmal irgendwie den Sand rausholen. Hier ist unsere Leiste. Die hat hier eine kleine Fuge, hier gerade zwischen den Fliesen. Da geht der Dreck rein und da wollten wir die ganze Zeit schon was drüber machen. Jetzt haben wir ein bisschen hin und her überlegt, was wir da eigentlich am besten hernehmen für. Also wir hatten erst überlegt, ob wir Sika nehmen. Und jetzt haben wir uns erstmal dazu entschieden, dass wir das mit Silikon machen. Silikon hätte jetzt den Vorteil, dass sich das einfach verarbeiten lässt. Wir haben das da in schwarz und wir können es auch entspannt wieder entfernen, wenn wir merken, das hält jetzt irgendwie doch nicht. Deswegen werden wir jetzt als kleinen Test machen, dass wir hier erstmal eine Silikonfuge ziehen. Ist natürlich so Trittbereich vorne schwierig, aber das wird dann der Langzeittest zeigen. Während die Kante jetzt hier trocknet, fängt der Zeller gerade noch an, die Fugen hier auch mit meiner alten Zahnbürste zu machen. Funktioniert auf jeden Fall relativ gut, aber ich denke, wir werden bei Gelegenheit hier auch nochmal die Fugen nachziehen. So, nach einem kleinen Mio-Hunde-Desaster, der hier in die frische Fuge reingelaufen ist, habe ich das jetzt hier abgeklebt. Und solange das jetzt hier trocknet und dann wir wieder die Tür reinsetzen können, können wir, glaube ich, schon mal zur nächsten Aufgabe übergehen, oder? Ziehen wir mal eine neue. So, und zwar die 15. 15 ist, oh,
Das kann jetzt kurz dauern, Marcella. Was ist 15? Kabelkanal vorne Tisch. Ja, ich weiß, Marcella, das sind alles Aufgaben, auf die du keinen Bock hast, aber es muss ja gemacht werden. Deswegen haben wir sie. Aber die dauert jetzt wirklich lange. Nehmen wir erstmal den Tisch raus, oder? So, unser Kabelkanal ist fast fertig. Wir haben ja hier Restholz benutzt. Das wird jetzt gleich noch fleißig lackiert von Marcella hier in Wandfarbe. Ich habe die Kabel hier drin schon mal ordentlich festgemacht, dass sich da nichts mehr bewegt. Dann kommt unsere Klappe drauf. Und Marcella kann sie gleich lackieren. Während hier unten jetzt mal die Spachtelmasse trocknet, dass wir es lackieren können, suchen wir uns gleich mal die nächste Aufgabe raus, denn das muss ja erstmal trocknen. Das heißt, es ist abgehakt, aber muss noch verfeinert werden. Trotzdem können wir ja schon mal weitermachen. Die Nummer 15 streiche ich jetzt mal durch. Sie ist ja quasi fertig. Und jetzt ziehen wir eine neue Aufgabe. Paul, willst du? Nummer 21. Nummer 21, Dachluke fürs Gitter einkleben. Also das Gitter in der Dachluke, also für unseren Ventilator. Da ist nämlich so ein Gitter, was als Schutz ist, was immer rausfällt. Hier oben in unser kleines Ventilatordachfenster, was wir ja tatsächlich jeden Tag momentan benutzen, das ist richtig sinnvoll, da werden ja momentan einfach die Mücken reingesaugt von oben und dafür ist hier auch dieses Gitter da. Das hält einfach nur mit Magneten hier fest. Ich hatte die hier schon einmal so eingeklebt mit Sikaflex von oben. Das hat aber ehrlich gesagt nicht richtig gehalten. Das muss man vielleicht nochmal besser entfetten, aber ich klebe die Magneten jetzt direkt da rein. Dann sollte das eigentlich passen. Die hängen hier nämlich jetzt wieder dran. So, ich habe es einfach nur von oben drauf geklebt. Ich dachte, das hält. Machen wir jetzt nochmal ordentlich und dann sollte das eigentlich funktionieren. Dann können wir dieses Gitter hier auch wieder reinmachen. Dann können wir auch nachts unser Ventilatorfenster benutzen. Die Magneten sind jetzt an der richtigen Stelle. Das ganze Ding ist fest. Jetzt haben wir hier so ein Gitter. Das wabbelt zwar so ein bisschen komisch, aber es kommen keine Mücken mehr rein und es hält. Kommen wir zum nächsten. Ging ja auf jeden Fall relativ schnell. Welch kleine Shit-Aufgabe ist die nächste? Und zwar die 23. Wir haben hier eine schöne Fuge. Ist eigentlich nicht schlimm, dass da eine Fuge ist, aber da fällt die ganze Zeit da hinten oder in Zukunft der Dreck rein. Deswegen werde ich die jetzt zumachen. Das wird dann ungefähr so aussehen wie hier. Marcella ist, glaube ich, nicht ganz happy damit, wenn ich das richtig verstanden habe, aber irgendwie müssen wir es zumachen, weil es wird einfach übelst muchtig. Deswegen klebe ich das jetzt mal ab. So, mit unserem Acryl muss es jetzt fix gehen. Es ist nämlich richtig heiß und wenn ich jetzt hier ein paar Sekunden warte, dann trocknet das sofort an. Deswegen jetzt Fuge für Fuge und dann schnell drüber gehen. Oder? Würde ich sagen, jetzt müssen wir nur noch die Klappe reinmachen. Die Fuge ist gezogen. Unsere Fuge. Nächste Aufgabe. Nächste Aufgabe, ja. Wir haben die 9 und wir müssten damit den Wassertank entlüften. So, ich habe das hier nochmal aufgemacht. Ich habe leider hier vergessen, eine Entlüftung einzubauen, weil normalerweise betankt man das ja von außen. Und wir haben jetzt hier ein geschlossenes System, weil wir hier reinfüllen. Da kommt natürlich jetzt keine Luft nach. Jetzt überlegen, ich habe mir das Teil jetzt mal geholt und das klebe ich jetzt gleich oben rein. Lege den Schlauch hier von der Mitte hier rein und lasse den hier mit rauslaufen. Ich habe auch einfach nur ein Teil genommen, was ich hier auch drin habe. Das führt jetzt hier mit raus, da hinten in den Holm rein. Ich denke, das sollte passen. Ich habe das jetzt mittig gesetzt, dass falls hier Bremsen und Anfahren das in die Richtung schwappt, dass es dann nicht unbedingt dahin schwappt. Also ich denke, das sollte jetzt passen. Wassertankentlüftung ist fertig, war auch eine schnelle Nummer, können wir auf jeden Fall abstreichen. Also wir ziehen, ich dachte, ich gucke, die 26. Ich glaube, ich weiß, was es ist, weil es die letzte Nummer ist. Aha, die Goldwinkel kleben. Und zwar haben wir ja hier so eine wunderschöne Tapete auf die andere Seite geklebt und der Rand hält natürlich nicht ganz so gut. Deswegen haben wir uns überlegt, dass wir das Ganze mit einer schönen Goldkante fixieren. So, die schönen Winkel werden jetzt einmal ganz kurz entfettet von innen, jo, dass es auch gut hält. So, zack. Da schrabbeln wir mal ganz schön lang. So, dementsprechend ist die Leiste jetzt drin. Das passt erstmal. Noch ein kleines Update hier von unserem Kabelkanal. Der ist jetzt auch fertig. Okay, die Aufgabe ist abgehakt. Ich finde die Gold- oder beziehungsweise Messingleisten mega schön. Ja, es sieht auf jeden Fall aus wie Gold. Ich habe jetzt die Nummer 14 gezogen. Schwingsitz reaktivieren. Das mache ich jetzt mal.
Das will ich nämlich die ganze Zeit machen. Ich zeige euch mal, was das Problem ist. Wir haben hier diesen klasse Schwingsitz damals aus dem Schlachtfahrzeug mit ausgebaut. Aber derjenige, der hier vorher drin saß, der hatte wohl 120 Kilo gewogen. Und ich kann das Rädchen hier nicht drehen. Das funktioniert. Ich würde ihn aber wirklich gerne mal benutzen, weil der schwingt ja mal richtig schön so hoch und runter beim Fahren. Das ist ein richtiger Fahrkomfort, den ich hier habe. Aber ich muss dieses Rädchen hier irgendwie wieder in Gang kriegen. Und ich denke mal, das ist nicht richtig gefettet oder irgendwas. Jetzt werden wir das Teil mal auseinandernehmen und es wieder gangbar machen. Ich muss das jetzt hier als erstes abmachen. Dafür muss ich jetzt über diesen Hebel, habe ich schon nachgelesen extra, und diesem Hebel hier unten, das kann nach vorne ziehen. Das machen wir mal. Das war auf jeden Fall mal einfach. Jetzt gucken wir uns mal hier diese ganze Geschichte an, wie das funktioniert. So ein Schwingsitz, der ist ja auf jeden Fall eine richtig verrückte Konstruktion, ist mir aufgefallen. Ich habe hier auch einen Hebel, da kann ich jetzt pumpen, um das Polster hier aufzupumpen für mehr Fahrkomfort. Und da geht hier auf jeden Fall schon einiges. Lass mal gucken, wie das jetzt hier geht. So, ich habe es hingekriegt. Und zwar gerade erstmal nur hier so mit der Variante. Und zwar ist hier eine Unterlegscheibe dazwischen. Die ist irgendwie ein bisschen verbogen. Und wenn ich das jetzt hier zusammendrücke, weil die letzte nicht richtig ausbauen, dann kann ich es drehen. Auf jeden Fall, so wie ich es brauche. Durch meine Konstruktion, die ich da gerade gebaut habe, lässt es sich jetzt wieder drehen. Und zwar, ja, war die einfach nur eingeäumelt. Und jetzt kann ich das jetzt hier verstellen auf meine Kilos, die ich habe. Jetzt bin ich mal gleich richtig gespannt, wie das funktioniert. Ich habe es alles mal ein bisschen sauber gemacht, alles mal neu gefettet hier, dass es wieder auch ordentlich funktioniert. Also Pfusch ist auf jeden Fall was anderes. Bauen wir jetzt mal wieder alles zusammen. Da freue ich mich aber richtig drauf, ob der jetzt hier richtig schwingt, wie ein echter Schwingsitz. Deswegen habe ich das Ding ja hier damals reingeholt. Mir ist auch richtig teuer, glaube ich, so ein Teil. Und habe ich noch gar nicht so oft in einem T2 gesehen. Aber auch noch nicht krass, muss ich sagen, so ein Schwings. Wir werden mal sehen, wenn wir hier bewege, wenn wir mal fahren, was das dann bringt. Aber ja, er rutscht halt hoch und runter, ja, tut er. Also doch, ist schon bestimmt richtig geil. Ja, mal gucken, also ich bin gespannt, wenn wir die nächsten tausenden Kilometer machen, ob das ja gut funktioniert. Okay, Aufgabe erledigt. Kommen wir mal zur nächsten. Da sind ja noch ein paar übrig, aber ich weiß nicht, wie viele wir noch schaffen. Wird ja bald dunkel. So, das ist die Nummer 7. Nummer 7 ist Mercedes-Ersatzteile verbauen. Die habe ich nämlich, als ich hier in Deutschland war, extra bestellt bei Mercedes und mitgebracht. Bei Kleinkram, den man bei Mercedes bestellt, muss man nämlich gar nicht so viel Geld ausgeben. Das sind dann immer nur so ein paar Euro-Beträge und die Dinger holen uns mal raus und bauen sie mal ran. Die allererste Aufgabe, die wir mit diesen Sachen hier machen, ist, und zwar diese Leiste hier. Die ist nicht richtig fest. Hier finden ja überall die Schrauben, wie man sieht. Man darf nämlich nicht vergessen, dass das Auto, als wir es gekauft haben, in einem sehr desolaten Zustand gewesen ist. Und hier viele Teile auch gefehlt haben, denn wir haben ihn ja günstig gekauft und da muss man natürlich auch was bezahlen für, und zwar dann mit seiner Zeit. Jetzt kommen hier diese ganzen kleinen Ersatzteile ran und da freue ich mich schon richtig. Fangen wir mit dieser Leiste hier mal an. Ich schraube sie mal ab. Jetzt mache ich hier auch noch ein bisschen Fett hier mit in die Ecken, denn da gammelt es mal richtig gerne. So, die Leiste ist drin. Das ist jetzt hier auch mal endlich richtig fest. Das war es nämlich die ganze Zeit gar nicht. Ja, die Schrauben jetzt auch. Ich würde sagen, hier, das passt. Gibt nämlich noch eine richtige Krankheit bei diesen Fahrzeugen. Da gehen wir jetzt mal kurz noch als nächstes ran. Was ich hier gerade noch sehe, eine Aufgabe ist, und zwar hier fehlt etwas, wie man sieht. Da ist der Gummi abgerissen. Hier ist er noch dran und hier habe ich einen neuen. Das Ding ist auch dran. Auf jeden Fall ein richtiger Quick Fix. Dieses Fahrzeug hier, oh Gott, ist alles dreckig. Also sagen wir eher die T2-Baureihe, die hat ein Problem mit diesem Handschuhfach. Das Handschuhfach, da bricht hier immer gerne mal was ab. Den Halter, den haben wir jetzt hier noch. Wo ist er? Da ist er. Also der funktioniert noch. Aber hier die Haltekonstruktion, die ist gebrochen. Das haben wir jetzt mal alles neu bestellt. Und ja, jetzt zimmern wir das mal alles zusammen. Dafür muss das Alte jetzt erstmal raus. War nicht so einfach, die Halterung hier rauszukriegen. Richtig fest. Ich bohre die jetzt raus. So, jetzt habe ich sie rausgekriegt. Das ist der Übeltäter, der gebrochen ist. Jetzt setzen wir das alles mal wieder neu zusammen.
So, wir haben jetzt hier normale Pressnieten genommen, weil wir nicht das richtige Werkzeug für die anderen haben. Die tun es aber genauso. Jetzt muss ich hier noch das Teil hier reinfummeln und dann sind wir schon fertig. Funktioniert alles, es ist drin, hält, wackelt. Das ist auch wieder drin. Den habe ich jetzt ein bisschen nach vorne geschoben. Das ist funktioniert. Das war's mit dieser Folge heute. Wer kennt es nicht? Diese ganzen kleinen Dinge im Leben, die man die ganze Zeit so vor sich her schiebt. Wir haben uns echt viel erledigt davon. Natürlich nicht alles, was man so an einem Tag halt nur schaffen kann. Der hat ja auch nur 24 Stunden, jetzt in dem Fall ja nur ein paar Stunden. Ihr könnt ja gerne unten mal in die Kommentare reinschreiben, was bei euch alles so an Kleinigkeiten am Bus los ist, die ihr noch so fixen müsst und überhaupt die ganze Zeit immer keinen Bock habt. Ja, und Kommentar und Like nicht vergessen. Und wir sehen uns dann in einigen Tagen wieder. Ich denke, dann wird die Reise losgehen. Hoffe ich zumindest. Vielleicht werden wir noch ein paar Kleinigkeiten hier erledigen. Mal gucken, ob ich da ein ganzes Video zuschaffe. Aber wir sehen uns dann. Bis dann, Leute. Tschüss.